Nur alle 5 Jahre findet sie statt. Die grosse Alpabfahrt in Einsiedeln im Kanton Schweiz. Rund 350 Kühe und Kälber werden durchs Klosterdorf geführt, kunstvoll geschmückt von ihren Alplo. Aber warum werden jeden Frühling Tiere überhaupt auf die Alp gebracht? Es gibt zwei Gründe. Zum einen wegen der Qualität, sagt Astrid Fuchs. Das Futter unten im Tal wäre wohl nicht so kaltvoll und vielfältig wie das hoch oben auf der Alp. Das ist einfach Natur pur dort oben und die Gräsli und die Blümchen, die sie dort haben, das ist einfach das Gute für unser Vieh. Geschmacklich, ja, einfach frisch und einfach ein bisschen, ja, am Frühling ist es schon eher voll. Einfach anders als jetzt, wo wir jetzt gerade daheim sind mit den Kühen. Es ist einfach Alp, Natur pur. Der andere Grund erzählt uns der Walter Späni. Der pensionierte Alpler sagt, dass es auch eine Platzfrage sei. Im Sommer, wenn die Kühe auf der Alp seien, würde der frei gewordene Platz im Bauernhof andersweitig genutzt. Darum hat man eine Alp zum Bewirtschaften und dann hat man die Fläche, wo man den Sommer auf der Alp ist. Ist daheim frei für Heu zu sammeln. Also der Winter gute Heumilch gibt, die man heute an vielen Orten produziert. Und auf der Alp gibt es ganz guten Käse, der ist gesund. Der ist gesünder als der andere Käse. Und Butter, nein, mir sage ich danke, der ist auch gesünder. Und man kann ihn noch besser bestreichen. Schließlich gäbe es auf der Alp auch Kütli, die man im Tal unten nicht würde finden. Aber auch sonst bietet die Natur viel Schönes. Die Kräuter sind viel besser, die gibt es auf der Alp nicht unbedingt. Die gibt es nur auf der Alp oben. Neben den Alpenrosen oder Enzian und Adler hat es auch noch herumfliegen. Das macht die Natur auch noch ganz perfekt. Dass die Kühe im Frühling auf die Alp gebracht werden, ist also viel mehr als eine Tradition. Glaubt, mit den Alplo würde sich Mensch und Tier gleichermaßen freuen, auch wenn es manchmal anstrengend sei. Und vor allem würde die Milch, der Käse und der Anke besonders gut schmecken. Ewigkeit. Oh.